Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im Wochenende. Ja, es war mal wieder eine doch sehr lesefreudige Woche, samt dass ich 4 Buchverfilmungen auf DVD bzw. auf Sky angeschaut habe, wo ich aber auch die DVD da habe, um sie euch zu zeigen. Und es gab 2 Bücher, wobei bei dem zweiten Buch habe ich jetzt, ich glaube, nicht mehr viel, knapp 100 Seiten. Nein, gar nicht mehr. Ich glaube, sogar nur noch 20. Ich habe sie aber gestern Nacht nicht mehr geschafft. Und heute früh habe ich mich mit WhatsApp-Nachrichten geweckt, sozusagen, die ich nachgelesen habe. Ja, leider war ich diese Woche krank. Es ging ja schon letzten Sonntag so ein bisschen los, dass mir hier der rechte Nackenbereich unglaublich wehgetan hat. Und ich erst dachte, ich war irgendwie verlegen. Und Montag ging dann gar nichts mehr. Also ich hatte einen komplett steifen Hals und alles tat weh. Und es hat bis in die Fingerspitzen gekribbelt. Und da bin ich dann Montag eben zum Arzt. Und der hat eine Muskelnervenentzündung festgestellt, eben hier im Nackenbereich. Es war hier auch ganz hart und man hat da wirklich so einen Hubbel irgendwie gespürt. Man kann nicht so genau sagen, wo es herkommt, ob es vielleicht vom Hallenbad kam, ob man mal irgendwann im Zug saß und dass sich das dann eben entzündet hat. Und ich hatte dann die ganze Woche Reizstrombehandlung. Das fand ich sehr angenehm, also das hat unglaublich entspannt, den Bereich, das fand ich wirklich toll, es sind immer so 20 Minuten und habe mir dann wirklich täglich auch eine Spritze danach abgeholt. Also man macht diese Reizstrombehandlung eben, damit das vorher ein bisschen entspannt ist, damit dann eben die Spritze besser wirken kann. Ja, es ist heute schon wieder gut, man merkt nur manchmal bei Bewegungen oder wenn man es mit Gewicht belastet, dann ist halt noch so ein bisschen, wo es zieht. Aber es ist also eigentlich fast wieder perfekt. Und ich probiere jetzt Montag einfach mal aus, wie es dann wieder in Arbeit ist. Klar, man sitzt nur im Büro, aber da ich das natürlich die rechte Hand bei mir die Schreibhand ist, die Maushand ist, man will es natürlich nicht gleich überlasten, muss ich einfach mal gucken, wie es dann so wird. Deswegen habe ich auch diese Woche wirklich buchtechnisch schön was geschafft und eben auch die Filme angeguckt. Dazu kommt man ja sonst, wenn man arbeitet, einfach nicht. Dazu ist der Tag dann meistens zu kurz. Ihr findet natürlich wieder Info in der Infobox das Programm. Wir starten mit dem Buch Das Lied der Dämonen von Wolfgang Thon, einen High-Fantasy-Roman. Dann geht es weiter mit, ist auch ein Lied. Game of Thrones von George R. R. Martin habe ich im Englischen gelesen und wie gesagt, bis auf 20 Seiten bin ich da im Grunde schon durch. Es ist der erste Teil der A Song of Ice and Fire Saga, also das Lied von Feuer und Eis, also ist ja einem bekannt. Und der erste Teil heißt eben auch A Game of Thrones, also das Spiel um den Thron. Wie gesagt, fast fertig. Und dann habe ich, ist mir natürlich alles umgefallen, habe ich einiges an Filmen sozusagen geguckt. Und die findet ihr dann auch einfach mal in der Infobox, wann ich mit den Filmen anfange. Und dann noch ein bisschen Blabla und dann ist das Video, glaube ich, auch schon lang genug. Ich denke, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem ersten Buch. Das Lied der Dämonen von Wolfgang Thon ist 2014 im Blanc Vallée Verlag erschienen und kostet die broschierte Ausgabe 15 Euro, das E-Book 12 und hat knapp 740 Seiten. Es ist der Start einer Trilogie. Und ich habe mir unglaublich viel erwartet. Ich war absolut auf dem Fantasy-Trip. Mir war da unglaublich danach, wieder was Fantasy-mäßiges zu lesen. Ich meine, nicht umsonst habe ich dann auch zu dem nächsten Buch gegriffen. Ich sage vorneweg, ich habe nach 250 Seiten abgebrochen. Ich habe mich wirklich in dieses Buch ein bisschen hineingequält. Es war absolut nicht mein Geschmack an Schreibstil. Hat eben die Vorgeschichte, dass Drachen gegen Götter gekämpft haben, dass die Drachen verloren haben und jetzt eben wieder an die Macht wollen und dazu eben ein Junge auserkoren wird. Und die Geschichte des Jungen sozusagen beginnen wir an zu verfolgen. Und der Junge, Lay, ist absolut nicht mein Fall. Also ich mochte ihn nicht wirklich. Also er ist in einem Kloster wohl aufgewachsen. Und noch relativ jung. Er hat aber eine unglaublich blöde Art. Also er beleidigt jeden. Er hat auch so einen Sprachgebrauch, den ich unter aller Kanone irgendwie finde, was für mich auch irgendwie nicht so wirklich was mit High Fantasy zu tun hat. Und wir treffen auf einen Nordmann,
Torg, ja, ich habe es ja immer nicht so mit Namen, und der ist eben auf Reisen und der begleitet Lei oder Lei, Lei, ich würde Lei sagen wegen A, also er wird L-A-Y geschrieben, und er rettet Lei ganz oft, also relativ häufig schon mal das Leben und auch seine Haut, und Lei ist unglaublich ungezogen zu dem, also dem hätte ich liebsten immer mal so mal geschüttelt und gesagt, geht's noch. Und gleichzeitig haben wir noch so ein bisschen den Erzählstrang, und zwar Prinzessin Jola, die aus dem Palast ihres Vaters flüchtet, weil sie zwangsverheiratet werden soll, was gar nicht in ihrem in ihr Leben so passt für sich selbst, was ich absolut nachvollziehen konnte. Und das war auch wirklich so der Geschichtenstrang, der noch mit am, ich sag mal, interessantesten war. Ja, Shari von Alles Allerlei, ich packe ihr Video mal in die Infobox, hat mich auf dieses Buch gebracht, hat mich neugierig gestimmt, und sie hat auch schon so ein bisschen erzählt, dass es nicht so ist, wie es der Klappentext vielleicht verspricht. Ja, es war gar nicht so. Also ich muss sagen, ich mochte den Stil von Wolfgang Thon gar nicht. Ich mochte gar nicht. Er hat unglaublich viel im Erzählstil erzählt. Also wirklich nur, er ritt auf dem Pferd, er ritt durch die Lande, er aß etwas, er lag im Bett. Es gab sehr wenig Dialoge, zumindest zu Beginn, wo ich eben mit der Geschichte angefangen habe. Ich habe ja da nicht zu Ende gelesen. Das fand ich irgendwie so unlebendig. Also es hatte nicht so einen aktiven Stil, wie ich es gerne lese, und dass aus Erzählungen von Mensch zu Mensch etwas geschieht. Und das fand ich unglaublich schade. Also das war, ach, das fand ich unglaublich langweilig, ermüdend. Es ist nicht reingekommen in die Geschichte. Und es war teilweise schon spannend, aber es war auch sehr derb, sehr brutal. Und es hat mich ganz oft an Splatterfilme erinnert, wo man so richtig aufs Gedärm zeigt und das alles mit Blut spritzt. Und ich mochte das nicht. Also ich bin ja keine Zartbeseitete, würde ich sagen. Also ich glaube, gerade was Thriller angeht, vertrage ich schon was. Oder auch wenn man sich die Serie Game of Thrones anschaut, die ja schon sehr blutig und brutal ist, wo ich dann auch mal die Augen zumache. Das geht natürlich in dem Buch nicht. Aber ich fand das unmöglich. Mir hat es nicht gefallen. Also ich konnte mit dem Stil einfach gar nichts anfangen. Und ich weiß nicht, es hat auch teilweise zu gewollt gewirkt. Wie wenn der Autor sich wirklich große Fantasy-Bücher hergenommen hat und gesagt hat, ich will besser werden wie die. Und man hat das irgendwie gespürt. Ich weiß es nicht. Also ging es vielleicht nur mir so. Ich weiß nicht. Ich fand es irgendwie nicht so gelungen. Und ja, leider habe ich es dann eben nach 250 Seiten abgebrochen, weil ich einfach dachte, warum soll ich mich quälen? Es gibt so viele tolle Bücher in meiner Bibliothek. Warum soll ich da ein Buch lesen, was mir nicht so gefällt? Ja, es war ein Rezi-Buch vom Blanc-Vallée Verlag. Und eigentlich will man es dann mögen, aber ja, ich finde halt, man sollte schon einfach die ehrliche Meinung auch zu einem Buch vertreten, auch wenn man das zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und vielleicht gefällt es anderen Leuten ja gut. Shari hat dem Buch, glaube ich, 4 Sterne gegeben, was ja absolut toll ist, was ein gutes Buch ist. Und wer vielleicht einfach eine andere Meinung zu dem Buch hören will, der guckt einfach mal in ihre Rezension, weil sie das eigentlich wirklich einem sehr schmackhaft gemacht hat. Aber ja, es war halt leider nicht so ganz meins. Leider. Ja, dann ging es weiter mit einem weiteren Liedbuch, wenn man so möchte. Nach Lied der Dämonen kommt das Lied von Eis und Feuer. Im Englischen A Song of Ice and Fire. Ich habe ja diesen wunderschönen Schuber zum Geburtstag bekommen, den ihr auf jeden Fall in dem Neuzugänge-Video ein bisschen genauer sehen werdet. Und da ist eben der englische Schuber drin dabei gewesen mit allen 5 Büchern. Im Englischen sind es ja tatsächlich 5 Bücher. Im Deutschen wurde das ja vom Verlag gestreckt auf 10 Bücher. Und 5 Bücher, so viele Staffeln gibt es ja auch aktuell in der Serie. Und die 6. Staffel startet im April. Aber ja, seht ihr, ich komme schon total in den Redewall bei diesem Buch. Ich wollte die Bücher unbedingt lesen, weil ich in diese Welt von George R. R. Martin einfach tiefer eintauchen wollte. Ich habe ja eigentlich im Dezember gesagt, ich starte jetzt mit der Serie, auch wenn ich die Bücher nicht kenne, weil ich glaube, ich werde die Bücher nicht lesen. Und wie es manchmal im Leben so ist, sollte man eben niemals nie sagen, weil mich die Serie so angefixt hat mit der Welt, mit der Geschichte, dass ich eben doch das Bedürfnis danach hatte, zu lesen. Und ich fand es bisher geil. Also wie gesagt, mir fehlt jetzt, glaube ich, noch 20 Seiten. Ich bin jetzt knapp bei nicht ganz 800 und ich glaube, es geht jetzt bis 817. Also von daher, ich hätte es vielleicht gestern Abend noch geschafft, aber es war schon spät.
Ja, also es erstreckt sich über 5 Bücher. Das erste war Game of Thrones, daher auch der Name der Serie. Es ist aber im Englischen wirklich nur das erste Buch, also das Spiel der Throne. Es geht ja hier um ein Land, um Westeros und um das Königreich der 7 Lande. Und wir haben verfolgen eigentlich eine Familie in diesem Buch mit ein paar Ausnahmen. An sich haben wir ganz viele Perspektiven des Hauses Starks, wo wir eben ja im Grunde den Lord des Nordens haben, Eddard Stark. Das ist der Vater, der 5 Söhne hat, plus einen Bastardsohn, also einen Sohn aus ja nicht ehelichem Verhältnis und den er im Grunde großgezogen hat, anerkannt hat. Und im ersten Buch begleiten wir wirklich viele Charaktere aus diesem Hause. Also wir haben einmal Eddard höchst selbst, der nach Königsmund ja beordert wird als die Hand als die Hand des Königs. Ich versuche das jetzt so ins Deutsche zu bringen, es ist schwierig. Dann haben wir die Sicht von seiner Frau Caitlin. Wir haben die Sicht seines Sohnes Rob und Bran. Rob ist, glaube ich, im Buch 14, wird 15. Bran ist um einiges jünger, 7, 8. Ja, ich bin ja nicht so... Details sind ja immer gefährlich, wenn man sie so selten liest. Dann verfolgen wir seine Töchter Sansa, ich glaube, die ist 11, und die Tochter Arya, die, glaube ich, 9 ist. Ich glaube, 2 Jahre jünger als Sansa. Und die Perspektive seines Bastardsohns Jon Schnee. Und Schnee steht hier für den Namen der Bastardsöhne sozusagen aus dem Norden. Also es ist so ein Name, der eben Kindern zugeteilt wird, die eben nicht rechtmäßig in Ehe sozusagen hergestellt sind. Das falsche Wort, also gemacht wurden sozusagen. Und dann aber haben wir noch die Perspektive von Tyrion Lannister. Das ist sozusagen der Schwager des Königs von vom Königreich, meine Güte. Und der ist ein Gnom, also ein kleinwüchsiger Mann, ein Zwerg, wie auch immer man das betiteln möchte. Ich finde seinen Erzählstrang immer mit am lustigsten. Er hat einen sehr geilen Humor, wie ich finde. Und wir verfolgen noch Daenerys Targaryen. Das ist sozusagen die ursprünglichen Könige sind aus diesem Hause gekommen. Und der Bruder von Tyrion, ja, Jamie, hat damals den verrückten König Targaryen umgebracht, wird auch als Königsmörder betitelt, wenn man ihn vorstellt. Und Daenerys versucht zusammen mit ihrem Bruder, der sich für die Nachfolge der Drachen hält, also in denen steckt eben auch Drachenblut, und sie haben auch das Zeichen des Drachen in sich und haben eben die Kraft, mit dem Feuer sozusagen zu kämpfen, zu siegen, und tragen das eben in sich. Und sie halten sich beide eben, also eigentlich eher der Bruder von Daenerys hält sich eben für den rechtmäßigen Erbe auf den eisernen Thron. Und da verfolgen wir eben auch diesen Erzählstrang, was Daenerys alles passiert und eben allen anderen. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Erzählstrang vergessen. Nein, ich glaube, das müsste soweit aktuell im ersten Teil gewesen sein. Es wird sich definitiv was ändern an den Erzählsträngen, wenn man aus der Serie weiß, was ein bisschen passiert. Ich war absolut drin in dieser Geschichte. Also ich habe von den ersten Seiten, ich mochte das Englisch, ich mochte diesen amerikanischen Stil. Also er ist sehr auf den Punkt, er ist nicht ausschweifend, es ist, manchmal sind auch 3 Wörter ein Satz, die aber genau das sagen, was sie sagen sollen. Und ich mochte das unglaublich gerne. Ich fand das Englisch sehr verständlich, natürlich mit der Vorkenntnis, dass ich die Serie kenne und natürlich auch manche Begrifflichkeiten mir eben schon was gesagt haben. Das hat es, denke ich, auf jeden Fall leichter gemacht. Ich denke, dass das, dadurch, dass man dann auch Gesichter zu diesen Charakteren hat, dass das ein bisschen einfacher ist. Was bei mir nicht ganz zusammengepasst hat, waren eben dann die Beschreibungen der Charaktere, weil die natürlich in der Serie viel älter sind. Also so ein Jon Snow, ne, zu Deutsch, ist ja in der Serie, ich würde sagen, locker 18, 19, 20, ich weiß gar nicht, wie alt der Schauspieler ist, der sehr heiß aussieht. Und im Buch wird er als junger 14-Jähriger, fast 15-Jähriger vorgestellt, und da geht natürlich Fantasie
Und das Bild aus der Serie total auseinander, auch bei den Kindern. Man hat das ja in der Serie, das hat man ja auch begründet, warum in der Serie eben die Charaktere so viel älter tatsächlich sind, teilweise 2, 3, 4 Jahre, weil man eben dieses doch etwas Gewaltvolle nicht mit Kinderdarstellern zeigen wollte, sondern eben mit relativ erwachseneren Menschen, die sozusagen Jugendliche aussehen. Also gerade wenn man den Erzählschrank von Daenerys ja, so vor sich hat und ich glaube, das Mädel ist gerade 12, wenn ich mich nicht irre, 13. Das wäre schon ziemlich heftig, wenn man sich das wirklich mit einem Mädchen in dem Alter so vorstellen sollte, was da ihr so passiert. Und ich glaube, es war eine gute Entscheidung, in der Serie das älter zu machen und es tut der Geschichte keinen Abbruch. Außer, dass es im Buch halt wirklich noch heftiger wirkt, weil man eben weiß, das sind alles noch Kinder, die da was erleben. Und ja, auch was ein bisschen mein Bild gestört hat, war Eddard Stark, der hier, glaube ich, als 35-jähriger Mann vorgestellt wird. War er 35? Ich glaube ja. Weil Rob ja auch gerade 15 war. Ich glaube irgendwie so. Und wenn man bedenkt, ich glaube, Sean Bean, der den Schauspieler gespielt hat, der müsste knapp so alt sein, glaube ein bisschen jünger als meine Eltern und ist 55. Wenn ich mich nicht irre, ist glaube ich 59er Baujahr oder 60er Baujahr. Ich habe mich das damals bei Herr der Ringe, habe ich das alles so ein bisschen auswendig gelernt. Ja, manchmal, wenn einem was interessiert. Da hat er ja den Boromir gespielt. Und da geht natürlich, ich meine, 35, das ist ja knapp mein Alter, würde ich sagen. Also ich bin jetzt 33 und ja, Ned Stark sieht definitiv älter aus als 35. Ja, aber Sean Bean war ein genialer Schauspieler. Deswegen habe ich ihn mir gerne als Eddard Stark vorgestellt, weil er eben so ein bisschen dieses Machthabende verkörpert und dennoch eben so eine liebenswürdige Seite hat, die er ja schon bei Boromir gebraucht hat, auch wenn ich den Charakter des Boromirs nie mochte. Ich mochte ihn auch bei Troja nicht, als er Odysseus spielte, weil ich auch noch nie in der griechischen Geschichte ein Fan von Odysseus war, gerade was den Trojanischen Krieg angeht und so. Also ja, er hat natürlich nicht immer Rollen, die einen sympathisch sind, aber hier drin mochte ich Sean Bean sehr und ich fand die Geschichte toll. Ich bin absolut drin, ich würde am liebsten sofort weiterlesen, habe mir aber vorgenommen, so zu versuchen, immer eins der Bände sozusagen jetzt pro Monat einfach mal zu lesen und nicht alles hintereinander wegzusuchten, weil natürlich so viele andere tolle Bücher im Regal stehen. Und man hängt natürlich an so einem 800-Seiten-Buch durchaus eine Woche, wenn nicht sogar eineinhalb, je nachdem, wie viel man schafft. Aber das war ein Buch, was absolut gerufen hat, lies mich, lies mich, lies mich. Und ich es wirklich bei jeder Gelegenheit in die Hand genommen habe. Also auch, wo ich sonst vielleicht eher Magazin in die Hand nehme oder ja. Oder Instagram in die Hand nehmen. Nein, ich habe zu dem Buch gegriffen und ich freue mich jetzt gar heute auf den Schluss und dann gucken wir mal, was als nächstes kommt. Und ja, ich bin absolut begeistert, bin absolut drin und fand, wie gesagt, auch wirklich das Englisch absolut in Ordnung. Also ja, finde ich absolut gut, man kommt gut durch und ich bin sehr gespannt, wann die extremen Wendungen sozusagen zur Serie starten. Also hier ist noch relativ viel, viel ähnlich. Was mich ein bisschen gestört hat, waren so viele Menschen, die teilweise beieinander standen. Also es gab hier zum Beispiel so ein Turnier und da sind schon Leute aufgetaucht, wo ich dachte, die kamen in der Serie viel später. Aber meine Schwester, die ja die Serie auch gut kennt, hat dem dann widersprochen und gesagt, nein, der stand da natürlich damals auch schon. Du erinnerst dich nur nicht mehr an die Serie. Jetzt hätte ich natürlich fast das Bedürfnis, mir die Serie nochmal anzugucken, aber ja, dazu bräuchte ich mal ein bisschen Urlaub. Ja, also absolut geil und ich bin absolut drin und ich freue mich, dass ich doch noch mit dieser Serie angefangen habe und ja, was soll ich sagen? Das Leben ist manchmal einfach so. Und dann hatte ich ja tatsächlich ein bisschen ja, überflüssige Zeit sozusagen, die ich so genießen konnte, wie ich wollte. Und ich muss auch ehrlich sagen, mit einem schmerzenden Nacken ist es gar nicht so leicht, ständig ein Buch zu halten und nur links. Ja, deswegen habe ich immer mal Pausen gemacht vom Lesen und habe unter anderem zum Beispiel mein Computerspiel City Skylines versucht zu spielen. Das hat aber nach einer halben Stunde dachte ich, oh ja, ist auch sehr mauslastig. Kannst du eigentlich lassen? Somit war Computerspielen im Grunde dahin, weil es halt leider kein Tastaturspiel ist, sondern ein Mausspiel. Ach, wo ich mich echt geärgert habe, weil ich das echt unglaublich gerne spiele und man da so sonst immer so wenig Zeit hat. Und dann bin ich eben auf DVDs gekommen. Beziehungsweise habe ich dann auf Sky lief, dann habe ich glaube ich so die erste halbe Stunde verpasst. Das Schicksal ist ein mieser Verräter und ich liebe ja das Buch und ich bin absoluter Fan von diesem Film.
auch wenn ich mich eigentlich zwingen müsste, wegzuschalten, weil mich dieser Film immer zum Weinen bringt und ich schon nur weine, wenn ich einschalte und genau weiß, was passiert. Und ich möchte da keinem sagen, schaltet ihn nicht ein, damit ihr nicht weint. Es sind wunderbare Gefühle. Also es ist ja so, für mich ist dieses Buch und auch der Film ja immer so eine Mischung aus Drama, Komödie und unglaublich viel Optimismus. Und das mag ich einfach so an der Geschichte von John Green. Und ich mag auch die Schauspieler, dessen Namen ich mir immer nicht merken kann. Ja, Hazel Grace wird gespielt von Shailene Woodley. Und Gus Waters wird gespielt von Ansel Elgort. Und ich liebe beide unglaublich hier drin. Also ich bin da ein absoluter Fan. Und wer Buch noch nicht kennt, Film noch nicht kennt, sollte einfach zugreifen. Und man kann auch beides, egal in welcher Reihenfolge, lesen. Man nimmt sich immer etwas, sowohl aus Film wie aus Buch. Und ich bin ein absoluter Fan. Und dann dachte ich mir, ich habe zu Weihnachten die Bestimmung in Searchend als DVD bekommen. Guck sie dir doch einfach mal die Bestimmung an. Angefangen mit Divergent, das war ja der erste Teil, ja, der wird jetzt sehr reflektieren, ne? Der ist in so einem Schutzumschlag. Ach so, oben rum. Ja, genau. Ja, ich glaube, so ist besser. Ja, die Bestimmung ist ja eine Buchverfilmung einer Dystopie von Veronica Roth. Einer Dystopie, wo ich den ersten Band unglaublich geil fand, der zweite Band okay war und der dritte dann mich komplett enttäuscht hat. Zum einen, weil sich irgendwie der Schreibstil unglaublich verändert hat, wir auf einmal zwei Perspektiven hatten, was für mich gar keinen Sinn gemacht hat, weil das vorher nicht der Fall war. Es teilweise sehr langweilig wurde im dritten und das Ende ist ja sehr umstritten und ich bin ein absolut Gegner dieses Endes und ja. Also alle, die jetzt wissen, wie es endet, die wissen, dass ich da nicht sehr begeistert bin. Aber ich fand den ersten Film sehr, sehr geil und ich fand den zweiten Teil noch um einiges geiler. Also ich mag Insurgent unglaublich gerne. Ich mag auch hier die Schauspieler. Ich mag Shailene Woodley, die wir ja, wie gesagt, schon aus der Schicksals ein mieser Verräter kennen, als Triss. Ich finde, sie ist unglaublich gut besetzt, auch wenn sie nicht ganz der Beschreibung von Triss aus dem Buch entspricht, weil Triss ja als sehr kleines und hilfloses Mädchen eigentlich beschrieben würde und Shailene Woodley hat aber so viel Kraft in ihrer Ausstrahlung und das kann sie auch nicht runterspielen, finde ich. Und ich mag Theo James als Four, der ist ja vielen zu alt, war ja vor, ich glaube auch erst 18, 19, 20 war im Buch und er sieht natürlich um einiges reifer aus, er wird auch reifer sein, vielleicht ist er tatsächlich Mitte, Ende 20, aber ich finde ihn heiß, ich habe rumgeschmachtet und ich schaue ihm unglaublich gerne dabei zu, wie er ja die Probleme, die Triss aufmacht, sozusagen irgendwie versucht wieder zu lösen. Und es ist hier ja auch Ansel Elgort, also den wir als Gus aus der Schicksals der miese Verräter kennen. Hier ist er ja der Bruder von Triss und er ist ja absolut, ich sag jetzt mal, kein liebenswerter Charakter in dieser Verfilmung. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir die zwei Filme hintereinander ja so ziemlich jetzt in der Woche angeguckt. Und das ist somit der erste Schauspieler, den ich abgöttisch liebe, wenn er Gus spielt. Und den ich aber zutiefst hasse, wenn er in die Bestimmung auftaucht. Und ich glaube, es gibt keinen Schauspieler, der das so in mir auslöst, der so für mich auch diese Rollen so perfekt verkörpert, dass es so solche Gefühle lostritt. Also ich finde es echt unglaublich. Ich sehe ihn in der Schicksal ist ein mieser Verräter lächelnd mit seiner Zigarette, die nur eine Metapher ist. Und ich liebe, liebe, liebe ihn. Und dann sehe ich ihn bei die Bestimmung, wie er das so erhaben sich gegen die Familie entscheidet und dann halt auch so gegen seine Schwester und halt komplett eigentlich auf der falschen Seite sozusagen steht. Und ich hasse ihn. Also es ist tiefster Hass und ich denke mir, das gibt es gar nicht. Also sehr geil, also finde ich absolut. Und ich fand auch beide Filme wieder super. Also ich bin sehr gespannt. Der dritte Teil wird ja jetzt dieses Jahr, Frühjahr, irgendwann erscheinen. Ich bin mega gespannt. Der Trailer lässt schon viel erhoffen. Ich glaube, man splittet den dritten Teil wieder auf zwei, wie wir es ja schon bei so vielen Filmen kennen. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde oder schlecht. Ich bin auch gespannt, wie sie das mit dem Perspektivwechsel machen. Wahrscheinlich, hoffentlich spürt man es nicht zu sehr. Ja, weil mir hat das einfach nicht gefallen. Ich bin auch gespannt, ob sie beim Ende am Buch bleiben oder ob sie ihr eigenes Ende schreiben. Ich werde, glaube ich, sogar mal dafür, dass man es ändert. Aber ich will mein Ende haben. Und also von der Buchreihe, ich bin jetzt nicht der größte Fan. Es war für mich, war die Bestimmung nicht so...
Ja, sie hat mich in den Bann gezogen, weil es eine geile Idee war mit diesen Fraktionen. Aber wie gesagt, ich konnte da mit dem dritten Teil nichts mehr anfangen. Das hat so für mich die ganze Reihe ein bisschen verdorben, aber die Filme nicht. Und ich tue einfach so, als kenne ich die Bücher nicht. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch auch mein Video mal zu der Reihe um die Bestimmung. Könnt ihr gerne mal reingucken, wenn ihr wollt. Und dann, ja, noch ein Film, den ich auf Sky entdeckt habe. Ich glaube, ich kam gerade am Dienstag oder Mittwoch vom Arzt und hatte Glück, dass er gerade angefangen hat. Ich habe ihn aber auch auf DVD. Und zwar Seelen, das ist ja ein Buch von Stephenie Meyer, die ja bekanntermaßen Twilight geschrieben hat, also die Biss-Reihe. Und dann dieses geile Buch herausgehauen hat, Seelen, ein Buch, das relativ dick ist, das aber unglaublich geil ist, wie ich finde, was wirklich eine tolle Geschichte hat, die spannend ist, interessant, diese Idee, dass Alien uns einnehmen und dann eben in uns eingepflanzt werden, um eben den Planeten zu schützen und ja, um einfach Frieden ins ganze Universum mehr oder weniger zu bringen. Und dann eben die Rebellen, die sich dagegen wehren, die Menschen bleiben wollen. Und wir haben eben hier ja, die Geschichte von, ja, ich habe es wie immer gesagt, ja, nicht mit Namen, das ist natürlich super. Melanie, die Bruder hat und einen Freund und dann aber erwischt wird eben von den Außerirdischen und ja, dann eben eigentlich ausspioniert werden soll von Wanderer. Das ist eine sehr alte Seele, die schon auf unterschiedlichsten Planeten war. Und jetzt eben auf der Erde ist. Aber Melanie ist ein toller Charakter und ein starker Charakter, der sich gegen diese Besetzung wehrt und so eben in den Dialog mit ihrem Wirten sozusagen trifft. Oder ist es dann der Wirt? Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr, wer da dann was ist. Aber auf jeden Fall hat sie ja nur sehr, eigentlich gar keine Möglichkeit, irgendwie nach außen zu kommunizieren oder auch den Körper zu verwenden. Sie ist da ganz auf Wanderer, die dann kurz Wanda genannt wird. Und ja, es ist ein sehr toller Film. Ich bin sonst nicht so der große Außerirdischen-Fan. Da bin ich immer so ein bisschen raus. Das ist mir ein bisschen zu viel Science Fiction. Aber ich mochte das Buch unglaublich gerne. Ich war total in dieser Geschichte drin. Ich mochte die Charaktere in den Büchern. Ich mag sie auch hier. Ich bin auch ein absoluter Fan von den Schauspielern. Saoirse, ja, der Name von ihr ist natürlich schon schwer. Saoirse Ronan. Keine Ahnung. Man spricht sie bestimmt ein bisschen wohlklingender aus. Saoirse. Ja, keine Ahnung. Bin echt raus bei dem Namen. Dann spielt mit Max Irons, der Sohn von vom anderen Iron. Ja, das ist natürlich, ich habe es absolut nicht mit Namen. Das auch ein unglaublich toller Nachwuchsschauspieler ist. Und ich glaube, dann haben wir noch Jake Abel, den ich schon aus Ich bin Nummer 4 kannte. Und ich glaube, er hat auch bei irgendeinem Percy Jackson-Film mitgespielt. Das ist der Herr hier in der Ecke und das ist Max Irons. Heißt der Jeffrey I Irons? Jamie Irons? Wie heißt denn der Vater? Wer es weiß, gerne mal in die Kommentare. Ja, da bin ich absolut raus. Und diese tolle Schauspielerin in der Mitte, Ronan mit Nachnamen, kannte man auch aus Abbitte. Und In meinem Himmel, obwohl ich den Film, ich bin ja kein so extremer Schnulzen, ja, genau. Steffi, ja, jetzt habe ich was erzählt, ne? Ja, ich mag das ja nicht so unbedingt als Film. Ja, das Schicksal ist ein Misoverät, das ist da wahrscheinlich die große Ausnahme. Aber okay, bin ich absolut begeistert und ich finde sowohl Buch toll wie auch den Film toll. Und wenn ich, wie gesagt, dran denke, werde ich alles unten in die Infobox verlinken. Dann könnt ihr euch gerne auch mal die Videos so angucken, wenn ihr sie noch nicht kennt. Und mir schläft gerade das linke Bein ein, was irgendwie zur rechten Schulter ein blödes Gefühl ist. Und ja, also büchertechnisch eine ganz tolle Woche, wie ich fand, bis auf den Abbruch. Aber dann kam halt Game of Thrones und ja, das ist schon eine sehr tolle Geschichte. Also die mich wirklich reinzieht in die Welt und ich total begeistert bin. Der Unterschied, also es gibt definitiv einen Unterschied zwischen Herr der Ringe und das Lied von Eis und Feuer. In Mittelerde würde ich gerne wohnen und wollte immer die Lande bereisen, nicht unbedingt während des Kriegs, aber so davor, danach. Ich glaube, in die Welt von George R. R. Martin möchte ich nicht. Also es ist ja sogar, wenn man am Königshofe ist oder jemand ist im Grunde, ist es schon sehr brutal und hart. Also das ist schon, wo ich denke, möchtest du überhaupt irgendwo in Westeros wohnen? Es kommt natürlich ein bisschen drauf an, wahrscheinlich, wen man da heiratet oder zu wem man gehört oder wessen Tochter man irgendwie ist. Aber wie gesagt, es ist ja keiner vor Gemeinheit gefeit. Also ja, da werden irgendwie alle verheiratet, damit Friede herrscht. Das war bestimmt früher so.
Aber ich glaube, ich möchte da gar nicht wohnen. Gut. Ja, das ist vielleicht so der Unterschied. Vielleicht mal durchreisen, ja. Aber ich würde mir da ja, jetzt keinen Mann suchen. Aktuell ist auch nur einer dabei, den ich sehr sofort heiraten würde. Aber der ist erst 15 und ist bei der Nachtwache, also Jon Snow. Da darf man ja keine Frau haben. Von daher, ansonsten würde ich mich eben dem Drachen widmen, ne? Also das wäre natürlich auch sehr cool. Wobei so ein Schattenwolf. Ja, ich komme hier ins Blabbern und das wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, es war ja die Woche dennoch ein bisschen ruhig auf dem Kanal, einfach weil ich Donnerstag nicht groß in der Lage war, das Video zu drehen für die Neuzugänge, weil da wären natürlich viele Bücher gewesen, die ich zeigen wollte, sollte, könnte. Das Video drehe ich jetzt, denke ich mal, morgen. Und werde es dann am Dienstag hochladen. Und es gab die Woche ein Video zu meinem Sub, mehr oder weniger ein echtes Video. Es hatte mich am letzten Wochenende einfach so, ja, ich sage jetzt mal, die Muse geküsst, wo ich einfach dachte, hey, irgendwie darauf hättest du jetzt Bock. Und es ist mal ein ganz anderes Video gewesen. Und das könnt ihr euch natürlich gerne nochmal anschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und vielleicht gerne auch in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Es ist auch kein langes Video, also man kann sich das auch so, ich glaube, es geht ein bisschen was über eine Minute. Und ist natürlich auch ein kleiner Dank an all die Booktuberinnen sozusagen, die ich hier gerne gucke oder auch YouTuberinnen. Laura Newman ist ja auch mit dabei als Autorin. Und ja, und das ist auch einfach mal was ich glaube ich, was man einfach mal sagen muss und sollte und könnte. Ja, ich bin einfach total happy hier auf YouTube und mir macht das nach wie vor ganz viel Spaß, über Bücher zu reden, mit euch den Austausch zu suchen und auch zu haben, egal ob Kommentare, was ich relativ viel bekomme, sind E-Mails, das finde ich echt toll. Ich glaube, ich hinke jetzt einfach durch die Woche ein bisschen nach, also habt bitte Geduld. Das finde ich echt toll, dass viele, weil sie einfach zum Beispiel keinen YouTube-Kanal haben zum Kommentieren, dann eben einfach eine Mail schreiben. Wirklich immer gerne her damit oder auch auf Facebook mich die ein oder andere Nachricht erreicht hat, findet ihr alles mal in der Infobox. Und das ist wirklich toll. Also, dass man dann wirklich über Schreiben den Austausch miteinander hat und dann eben auch einfach mal so über Bücher schwafeln kann. Und ja, das ist einfach das, was natürlich, ja, das hier so zu was Besonderem und Schön macht und mir einfach gut gefällt und gut tut und ja, einfach man dann wieder so erkennt, warum man das so macht. Man macht das ja zum einen natürlich für sich selbst, aber es ist natürlich auch immer schön, wenn man einfach Feedback bekommt und andere eben auch Freude daran haben. Und es ist auch schön, dass es relativ friedvoll ist, dass man einfach auch mal, ich sag mal, nette Worte doch am häufigsten bekommt. Das ist natürlich auch immer mal ein bisschen Kritik und solange die konstruktiv ist, finde ich das auch absolut in Ordnung. Aber ja, es ist eben ein Hobby und ich denke, wenn einem einfach was nicht gefällt, dann kann man auch einfach umschalten. Das macht man ja im Fernsehen vielleicht auch so. Dazu ist man ja Herr seiner Fernbedienung oder in dem Fall vielleicht seiner Maus. Und ja, also das denke ich, funktioniert auf dem Kanal hier ganz gut und freut mich und dass ihr auch Spaß habt. Und ja. So, genug der langen Rede. Ich glaube, mehr habe ich zu der Woche auch gar nicht zu erzählen. Außer dass natürlich das Dschungelcamp gelaufen ist. Und ich dank meiner Krankheit die Stunde, eineinhalb, die es lief, bei meiner Mama unten saß und das Dschungelcamp angeguckt habe. Ich sehr oft mit dem Kopf schüttelte, ich so manches nicht verstehe und dann eigentlich wieder dankbar bin, dass ich es nicht verstehe, weil ich denke, es spricht wahrscheinlich nur für mich. Also es ist schon sehr Trash-TV. Also ja, es ist lustig. Es ist, glaube ich, auch einfach bis zu einem gewissen Grad unterhaltend. Manchmal hat es mich auch einfach nur genervt. Also ja, auch hier wäre ich Frau meiner Fernbedienung gewesen. Aber wir haben dann einfach schön gelästert und unseren Spaß draus gemacht. Und dann waren es auch lustige Stunden. Ja, ist ja heute das Finale. Mal gucken, wer gewinnt. Ich hätte ja einen Favoriten. Also ich bin ein absoluter Menderes-Fan. Ich finde, dass er das sehr souverän im Dschungel gemacht hat und tolle Prüfungen gemacht hat, immer höflich war, nicht mitgelästert hat. Und ich ihn einfach irgendwie sehr cool finde und denke, dass er von diesem schüchternen Sänger wirklich zu einem gestandenen ja, Mann geworden ist, dass ihm das sehr gut getan hat im Dschungel. Und ja, also da, insofern ich eine Meinung habe, ist das meine und lassen wir uns überraschen, wer da heute Abend gewinnt. So, ich glaube, das war jetzt auch absolut genug und ja, jetzt ist das nächste Bein dran mit. Ich schlafe jetzt gar nicht so leicht hier rumzusitzen. Und es wird jetzt auch irgendwie duster draußen, ja, es sind ja Sturmböen irgendwie gemeldet mit
Wetterwarnung und keine Ahnung, man soll alles festbinden, möglichst auch keine Katzen rauslassen. Also ich bin sehr gespannt, ob das wirklich uns so trifft, wie es heißt. Aber ja, ist ja alles besser wie Schnee, wie ich finde. Also ja. So, jetzt machen wir aber Schluss. Ich habe auch nichts mehr rumliegen. Ich denke immer noch, ich habe was vergessen, aber ich habe nichts vergessen. Und ja, ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch einen tollen Tag, einen schönen Abend, ein tolles Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.